Grundbegriff Behinderung, eine Vorlesung von Elisabeth von Stechow. In dieser Vorlesung möchte ich mich damit auseinandersetzen, was unter Behinderung verstanden wird und werde Behinderungsbegriffe aus der Sichtweise unterschiedlicher Disziplinen beleuchten. Abschließend möchte ich etwas ausführlicher über den Behinderungsbegriff in der Rehabilitation, Integration und Inklusion der Pädagogik sprechen und den sonderpädagogischen Paradigmenwandel des Behinderungsbegriffs aufzeigen. Ja, letztendlich dreht es sich am Schluss um die Frage, braucht eine Schule für alle einen Behinderungsbegriff? Ja, einleitend habe ich auf dieser Folie einige Bilder gesammelt und möchte, dass Sie einen Moment innehalten und überlegen, was verstehen Sie unter Behinderung? Sie sehen hier ganz unterschiedliche Sichtweisen auf Menschen, ja, mit Fähigkeitsunterschieden oder mit Fähigkeiten. Was bedeutet Behinderung? Jan Weißer 2010 bezeichnet Behinderung als ein soziales Verhältnis zwischen Akteuren, das durch die Beachtung von Fähigkeitsunterschieden hergestellt wird. Und bei der Bewertung dieser Fähigkeitsunterschiede als Behinderung sind Aspekte der individuellen und kollektiven Gewichtung relevant. Was heißt das? Also eine Behinderung ist nicht objektiv erfassbar. Wenn wir beispielsweise eine Gehbehinderung nehmen, wird sie bei Kindern kollektiv anders gewichtet, als wenn alte Menschen eine Gehbehinderung haben, da viele alte Menschen Probleme mit dem Gehen haben, Einschränkungen in der Mobilität hinnehmen müssen und es eher als normal angesehen wird, dass alte Menschen gehbehindert sind, während Kinder ja in der Regel eine gute Mobilität haben und dann Einschränkungen in der Motorik als Behinderung bezeichnet werden. Das heißt also, Fähigkeitsunterschiede lösen durchaus formelle und informelle Erwartungen bei den Akteuren aus. Und diese Erwartungen in den Fähigkeitsunterschieden sind ja häufig auch nach Weißer leistungsgebunden. Also sie richten sich darauf, wie gut Schulleistungen erbracht werden können, wie gut sportliche Leistungen absolviert werden können und wie gut ja der Schüler, die Schülerin den Alltag bewältigen kann mit oder ohne fremde Hilfe. Diese Idee der Behinderung als Fähigkeitsunterschied wird durchaus auch von Hirschberger 2020 thematisiert. Allerdings weist sie darauf hin, dass Behinderung als Konstruktion zu verstehen ist. Das ist etwas, was bei Weißer durchaus anklingt, aber nicht so deutlich formuliert wird. Behinderung ist eine Konstruktion von Abweichung des Normalen. Das greift sehr schön das Thema der letzten Vorlesung, der gesellschaftlichen Bedeutung von Normalität auf und weist darauf hin, dass Behinderung eine Abweichung von Funktionsfähigkeit ist, während Krankheit im Vergleich dazu als Abweichung von Gesundheit definiert wird. Hirschberger selber schreibt dazu, Funktionsfähigkeit fungiert gleichermaßen als Normalitätswert, als Maßstab für Behinderung, von dem diese in ihren unterschiedlichen Komponenten als graduelle Abweichung beurteilt wird. Und genau das ist, was in dieser Vorlesung, die sich mit Normalität als gesellschaftliches Konstrukt und mit einer gesellschaftlichen Funktion auseinandergesetzt hat, dass eben Normalitätswerte dafür dienen,
Abweichungen hinter einer Grenze benennen zu können und dass eben dabei gerade graduelle Abweichungen, wie es auch bei dem IQ-Quotienten aufgezeigt worden ist, eine typische normalistische Technik ist. Und deswegen spricht Hirschberger auch davon, dass gerade die Konstruktion von Behinderung eine typisch protonormalistische Setzung ist, in der eben die Abweichung von Experten wie Medizinern, Psychiatern, Psychologen, Pädagogen festgelegt wird und dann entsprechende diagnostische Verfahren, also normalistische Verfahren, dazu dienen, eben die Abweichung in Graden von der Normalität feststellen zu können. Ja, das bedeutet, dass natürlich auch bestimmte Professionsinteressen dahinterstehen und Disziplinen ja bestimmte Konstrukte von Behinderung entwickelt haben, mit denen verschiedene unterschiedliche Interessen verfolgt werden sollen, so Hirschberger 2020. Diese Dimensionen des Behinderungsbegriffes möchte ich Ihnen am Beispiel von vier verschiedenen Bereichen vorstellen. Zunächst die sozialrechtliche Dimension, die eben Teilhabebeeinträchtigungen und Funktionsbeeinträchtigungen thematisiert. Die medizinische Dimension, die Behinderung als Folge von Krankheit und physischen und psychischen Defekten diskutiert. Die soziologische Dimension, die eher die mangelnde soziale Eingliederung fokussiert und abschließend die pädagogische Dimension für die Behinderung vor allen Dingen in gestörten Bildungsprozessen zu sehen ist. Ja, ich fange an mit der sozialrechtlichen Dimension. Aus sozialrechtlicher Perspektive wird Behinderung ja als ein natürlicher Nachteil, der aufgrund der Behinderung entsteht, aufgefasst und der in der Folge den Personen ein Anrecht auf einen Nachteilsausgleich einräumt. Ziel der zugebilligten Leistungen über den Nachteilsausgleich soll eine Erhöhung gesellschaftlicher Partizipationschancen haben. Dieser Begriff von Behinderung ist stark an der Idee von Nützlichkeit, Erwerbstätigkeit und Leistungsfähigkeit gekoppelt und dahinter stehen eben negativ beurteilte Fähigkeitsunterschiede, die eben als Abweichung von Normalität verstanden werden. Entsprechend wird Nichtbehinderung als Normalität in solchen Gesetzesgebungen auch nicht thematisiert. Ja, um das direkt am Gesetzestext zu verdeutlichen, zeige ich Ihnen, wie vor 2018 im 9. Sozialgesetzbuch Behinderung definiert war. Da heißt es, Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. Also es gibt drei wichtige Komponenten, die hier erwähnt werden. Einmal die eingeschränkten Fähigkeiten, die in der Person des Menschen verortet sind, als negative Abweichung von einem Normalzustand. Der wird nochmal genauer über das Lebensalter ja, definiert.
das hier eben als ein typischer Zustand für ein Lebensalter dargestellt wird. Und der dritte Teil ist eben die gesellschaftliche Teilhabe, die aufgrund dieses individuellen Zustands, der gemessen an dem Lebensalter abweichend von der Normalität ist, wenn das beeinträchtigt ist. Also das sind die drei wesentlichen Komponenten, über die Behinderung definiert wird. Am 01.01.2018 ist die Behinderungsbegrifflichkeit im Sozialgesetzbuch 9 neu definiert worden. Heute heißt es, Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate hindern können. Sie sehen, dass hier also die Interaktion und die Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Barrieren, und hier sind eben auch Einstellungen und umweltbedingte Barrieren explizit erwähnt, in den Vordergrund rücken. Dennoch verschwinden nicht, also sozusagen die normative Setzung, hier der protonormalistische Ansatz, dass Behinderungen eben über diese körperlich-seelischen und geistigen Beeinträchtigungen gekennzeichnet sind. Ja, der schon erwähnte Nachteilsausgleich richtet sich nach dem Grad der Behinderung, das die Abkürzung dafür GDB, und oder nach dem Grad der Schädigungsfolgen GDS. Hier handelt es sich um ein Maß für die körperlich-geistige, seelische und soziale Auswirkung, die durch die Funktionsbeeinträchtigung aufgrund eines Gesundheitsschadens entsteht. Und beide Größen werden in 10er-Schritten gestaffelt. Das heißt, der Grad der Behinderung gibt keinen Prozentrang an. Also häufig wird ja gesagt, dass jemand eine Behinderung von 50% hat, also 50% des Menschen ist behindert, die andere Hälfte nicht. Das ist gar nicht die Idee dahinter, sondern man sagt, ich habe ein GDB von 50. Der Grad der Behinderung und der Grad der Schädigungsfolgen werden durch ärztliche Gutachter festgestellt. Auch in dieser Praxis kann erkannt werden, dass eben ein medizinisches Paradigma dahinter eine starke Wirksamkeit immer noch entfaltet. Und für die Festlegung des Gesamt-GDB werden dann einzelne oder verschiedene Funktionsbeeinträchtigungen in das Verhältnis zueinander gesetzt, und es wird eben entschieden, wie die sich untereinander auswirken. Dann gibt es sozusagen den höchsten Einzelgrad der Behinderung, der ja den höchsten Stellenwert hat, und dann wird geguckt, ob die zusätzlichen Behinderungen das Ausmaß der Behinderung noch größer werden lassen. Und dieser Grad der Behinderung wird in den sogenannten Schwerbehindertenausweis eingetragen, und schwerbehindert ist man eben ab einem GDB ab 50. Der zusätzliche Unterstützungsbedarf, der anfänglich erwähnte Nachteilsausgleich, ist eine sogenannte Eingliederungshilfe, und alle Ansprüche auf eine solche zusätzliche Unterstützung sind in Deutschland an den Begriff der Behinderung gebunden. Also Menschen mit Behinderung haben einen Anspruch auf Sozialhilfe, der dann im 12. Sozialgesetzbuch festgeschrieben ist, welche Leistungsberechtigten welche Leistungen dann tatsächlich der Eingliederungshilfen in Anspruch nehmen können.
Ja, ein Zitat nochmal aus dem SGB 12, Paragraph 53. Besondere Aufgaben der Eingliederungshilfe ist es, eine bedrohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Also die eingangs beschriebenen Ideen der ja, Abweichung von Normalität werden hier deutlich, indem eben Menschen mit Behinderung so weit wie möglich ja, an den normalen Kennzeichen, also den normalen Lebensbereichen teilnehmen sollen. Und die sind durchaus eben an Berufstätigkeit und an unabhängiger Selbstständigkeit gebunden. Ja, die Leistungen, die eben dort erwähnt worden sind, sind einmal Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, für uns besonders interessant für eine angemessene Schulbildung, Ausbildung und Fortbildung, für die Teilhabe am Arbeitsleben, dass die Arbeit in einer anerkannten Werkstatt für Menschen mit Behinderung, heilpädagogische Leistungen für Kinder, die nicht eingeschult sind und Hilfen in stationären Wohnformen und sonstige Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Es werden im SGB 9 den Menschen mit Behinderung Wunsch- und Wahlrechte zugebilligt. Sie haben also das Recht, berechtigte Wünsche zu äußern, wobei nicht ganz klar ist, was jetzt eigentlich berechtigt ist und nicht. Aber die persönliche Lebenssituation der Menschen mit Behinderung soll eben bei diesem Wunsch- und Wahlrecht gerecht werden. Soll man gerecht werden und dabei soll eben Alter, Geschlecht, Familie und religiöse Bedürfnisse ja, ermöglicht werden. Auf der anderen Seite sollen eben auch die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung unterstützt werden bei dem Erziehungsauftrag von behinderten Müttern und Vätern. Es soll eine Wahlmöglichkeit zwischen Sach- und Geldleistungen geben. Und das Ziel soll auch sein, dass Selbstbestimmung und eine eigenverantwortliche Gestaltung des Lebensumfeldes realisiert werden kann. Erforderlich ist die Zustimmung des Leistungsberechtigten für die Teilhabeleistung. Das klingt alles sehr optimistisch und spiegelt natürlich auch deutlich den Kampf der Menschen mit Behinderung um Selbstständigkeit, Eigenständigkeit und ein selbstbestimmtes Leben wider. Wenn man sich aber die realen Lebensverhältnisse von Menschen anschaut, die in stationären Einrichtungen untergebracht sind oder dort arbeiten oder betreut werden, muss man sagen, dass es noch ein sehr weiter Weg ist, dass tatsächlich diese hier garantierten, dieses garantierte Wunsch- und Wahlrecht verwirklicht wird. Ja, kommen wir zum Behinderungsbegriff aus der medizinischen Dimension. In der Medizin wird natürlich erstmal durch medizinische Untersuchungen, ein körperlicher Schaden oder ein Verlust oder eine Beeinträchtigung von physischen, psychischen und geistigen Strukturen bei Personen festgestellt. So schon Bleidig 1998. Aber das ist auch bis zum heutigen Tage nicht anders zu benennen. Das sind, ist gewissermaßen das professionelle Herangehen in der Medizin.
Damit fokussiert natürlich dieser medizinische Ansatz Behinderung als individuelles Defizit, so wie es auch eingangs schon von Hirschberger als ja, protonormalistische Technik beschrieben worden ist. Und entsprechend sieht die Medizin ihre Aufgabe auch in ihrer medizinischen Intervention, die im Wesentlichen aus der Diagnostik, der Heilung und der Rehabilitation des Kranken oder Geschädigten besteht. Ja, die Kriterien für die Bestimmung des GdB und des GdS hatte ich ja eben vorgestellt. Die sind eben gebunden an diese medizinische Diagnostik. Das gibt natürlich der Medizin eine ganz wichtige Aufgabe und eine große Macht in diesem Sektor. Denn dadurch ergibt sich die Notwendigkeit, mit Behinderung medizinisch zu klassifizieren und zu bewerten, sodass solche protonormalistischen diagnostischen Verfahren, die natürlich in ihrer Bewertung immer die Abweichung von Normalität auch postulieren, die ja, gibt dem eine große Macht, die dahinter steht. Geschichtlich ist zu erwähnen, dass es seit 1946 eine WHO-Klassifikation von Krankheiten gibt. Und dieser Zeit haben wir die 10. Klassifikation der sogenannten internationalen Klassifikation der Krankheiten, International Classification of Diseases, ICD-10. Die ICD-10 ist zurzeit gültig, ein ICD-11 ist in Bearbeitung und wird demnächst erscheinen. 1980 hat die WHO zum ersten Mal zwischen Behinderung und Krankheit unterschieden und Behinderung nicht mehr als Teil von Krankheit klassifiziert und stattdessen eben eine eigenständige Klassifikation für Schädigungen, Beeinträchtigungen und Behinderungen herausgegeben, die mit ICIDH abgekürzt wird. In den 90er Jahren ist wiederum aufgrund allgemeiner Diskussionen in ja, der Behinderten, in der Behindertendiskussion die Definition revidiert worden und die Konstruktion von Behinderung erneut aktualisiert worden, indem Behinderung nicht mehr ausschließlich als Schädigung des Individuums diskutiert worden ist, sondern eben auch die Wechselwirkung mit dem Umfeld des Individuums fokussiert worden ist. Und aktuell, seit 2001, gibt es eine neue behinderungsspezifische Klassifikation, die ICF, die Behinderung nicht länger als kausale Folge einer Krankheit oder Schädigung ansieht, sondern als Ergebnis der Interaktion verschiedener Komponenten auch mit der Umwelt definiert. Und diese internationale gültige Klassifikation ist eben auch im SGB IX, wie eben bereits erwähnt, und im Behinderungsgleichstellungsgesetz BGG implementiert. Demzufolge ist eben aktuell Behinderung als das Ergebnis des Zusammenwirkens der Komponenten Körperfunktion und Strukturen, Aktivität, Teilhabe, Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren zu sehen. Und dadurch wird die gesellschaftliche Perspektive von Behinderung nicht länger hinter der individuellen Perspektive zurückgestellt. Ja, die nächste Dimension, die ich Ihnen auch wieder nur kurz vorstellen kann, ist die soziologische Dimension. Das sozialwissenschaftliche Modell
sieht Behinderung nicht als Schädigung oder Beeinträchtigung, sondern hier geht es vor allen Dingen um den sozialen Prozess der Benachteiligung, der im Fokus steht. Das heißt, dass sozialpolitische Unterstützung oder pädagogische Förderung durchaus befürwortet werden und auch medizinische Behandlungen nicht in Frage gestellt werden. Aber es besteht eben ein dringendes Interesse an der Ausgrenzung. Eine bedeutende Veröffentlichung in den 60er Jahren hat hier gerade das Interesse an der Soziologie, an dieser Thematik befördert. Es handelt sich um Erving Goffmans Buch Stigma, das 75 in Deutschland erschienen ist. Hier wurde am Beispiel von Menschen in der Psychiatrie erstmals Interaktionsmuster und Identitätsdarstellungen bei negativ bewerteten Abweichungen thematisiert. Und hier wurde in eindrücklicher Weise gezeigt, wie Menschen ihre Identität ja quasi fast verloren haben und aufgeben mussten, um sich in institutionellen, ja, institutionellen Strukturen überhaupt bewegen zu können. Ellinger schreibt, als Stigma bezeichnet man ein auffallendes, negativ definiertes Merkmal einer Person, der gegenüber sich Menschen, die nicht stigmatisiert sind, abweisen, die sich verschließen und sich auch herabwürdigend diesen Menschen gegenüber verhalten. Es ist also nicht das Merkmal, das dann zum Stigma wird, sondern die negative Bedeutung, die in der Gesellschaft gegenüber diesen betreffenden Personen gemacht wird und die sie dann eben zum Außenseiter oder zu unerwünschten Personen werden lässt. Und durch das Stigma ist die Person einer existenziellen Bedrohung der sozialen Identität ausgesetzt. Goffman versucht Kategorien oder zu bilden, also was typisch ist eben für Formen des Stigmas, und er unterscheidet zwischen den genannten Abscheulichkeiten des Körpers, also physischen Deformationen, die zum Beispiel mit Körperbehinderungen einhergehen, Dinge, die als individuelle Charakterfehler bezeichnet worden sind, historisch wie Sucht, in den 60er Jahren auch noch Homosexualität oder Selbstmordversuche, und phylogenetischen Stigmata, die eben durch die Ablehnung bestimmter Ethnien, Nationen und Religionen gebunden sind. Nun könnte man natürlich glauben, dass diese historischen Begrifflichkeiten heutzutage keine Bedeutung mehr haben, aber gerade wenn man sich mal genauer das anschaut und auch die Lebensgeschichte von Menschen mit Behinderungen betrachtet, sieht man, dass das eine sehr hohe Bedeutung noch hat. Und gerade die Diskussionen in Amerika in den letzten Wochen und Monaten zeigen uns, dass eben auch der zweite und dritte Punkt noch von hoher Bedeutung in modernen Gesellschaften sein können und sind. Goffman schreibt, zitiert in Ellinger 2006, diese Formen der Stigmata bewirken, dass ein Individuum, das leicht in gewöhnlichen sozialen Verkehr hätte aufgenommen werden können, ein Merkmal besitzt, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken kann, dass wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum abwenden. Ja, diese Idee des Stigmas ist natürlich auch für die pädagogische Dimension von hoher Bedeutung. Sie durchdringt alle Gesellschaftsbereiche, und das habe ich hier jetzt nur ganz kurz angerissen, werde es aber natürlich in weiteren Vorlesungen immer wieder aufgreifen und thematisieren, insbesondere bei der Vorlesung, die sich dann mit dem Grundbegriff Körper auseinandersetzt.
Ausführlicher möchte ich jetzt zu dem pädagogischen Behinderungsbegriff kommen, und da ist natürlich also die allbekannte historische Wandel von der Exklusion zur Inklusion erstmal eine grundlegende Annahme. Unter Exklusion versteht man den Ausschluss aus der Gesellschaft mit der Wertung von Behinderung als lebensunwert oder minderwertig. Segregation beschreibt die Trennung der Lebensbereiche von Menschen mit und ohne Behinderung. Integration meint dann die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft. Und Inklusion geht von der Gleichheit der Verschiedenen in einer heterogenen Gesellschaft aus. Dieses schon oft gehörte Abfolge möchte ich jetzt an einigen Beispielen in der Pädagogik nochmal verdeutlichen. Ja, ich möchte jetzt mit dem Behinderungsbegriff in der Heilpädagogik, Rehabilitationspädagogik und Sonderpädagogik beginnen. Diese drei Begrifflichkeiten werden in der Gegenwart synonym verwandt, und es gibt eher regionale unterschiedliche Gewohnheiten. Im süddeutschen Sprachraum, inklusive Schweiz, Österreich, wird eher der Begriff Heilpädagogik verwandt. Der Begriff der Rehabilitationspädagogik, den findet man vermehrt in Ostdeutschland, und der Begriff der Sonderpädagogik ist eher in Westdeutschland verbreitet. Und diese Begriffe haben durchaus historisch unterschiedliche Traditionen. Heilpädagogik als ältester dieser Begriffe impliziert noch die Idee, dass Menschen mit Behinderungen geheilt werden könnten, und die Pädagogik sozusagen einen wichtigen, ja auch medizinischen Beitrag dazu leisten kann. Der Begriff der Rehabilitationspädagogik ist auch eine medizinische Idee der Rehabilitation, der Eingliederung und des Normalmachens von Menschen, der in der DDR geprägt worden ist. Und der Begriff der Sonderpädagogik stammt aus der Zeit des Nationalsozialismus, als Pädagogen festgestellt haben, dass der Begriff Heil in Heilpädagogik eigentlich nur Adolf Hitler zustehen würde mit Heil Hitler, und dass deswegen die Heilpädagogik sich in Sonderpädagogik umnennen muss. Das ist also auch ein wichtiger Impuls gewesen, dass wir in Gießen unser Institut in Förderpädagogik und inklusive Pädagogik umgenannt haben und den bis dahin bestehenden Begriff Sonderpädagogik als nationalsozialistische Begrifflichkeit gestrichen haben. Nach 1945 konnte man sowohl in der BRD und in der DDR sehen, dass es dem Ausbau eines eigenständigen und differenzierten Heil- und Sonderschulwesens kam. Dies diente in erster Linie der Entlastung der Volksschule und wird als Verbesonderungsparadigma bezeichnet. Der Behinderungsbegriff, der damals gültig war, war sehr defektorientiert und defizitorientiert. Wie ich das eben schon auch aufgezeigt habe, waren medizinische Gedanken der Rehabilitation und der Abweichung von Normalität im Sinne von Krankheit Leitbilder gewesen. Und die Pädagogik hat dann eigene Behinderungskategorien gebildet. Also ein typisches Beispiel dafür ist lernbehindert. Bis in die 70er Jahre waren diese Ideen ja tragend, aber in der Folge von auch der soziologischen Auseinandersetzung in den 60er Jahren kam in den 70er Jahren das Paradigma der Förderung in die Diskussion auf. Behinderung wurde dann als Lern- und Förderproblematik definiert, also als Aufforderung, ja, besondere Anstrengungen in der Förderung zu unternehmen, wie Bleidig das 1972 formuliert hat, oder
Behinderung eben auch als Folge soziokultureller Benachteiligung zu sehen, wie Begemann das 1970 getan hat. Tatsächlich ist dann in den 80er Jahren der Behinderungsbegriff auch revidiert worden und orientierte sich stärker an den sonderpädagogischen Förderbedarfen, den sogenannten Special Education Needs als begriffliches Vorbild in dem angelsächsischen Sprachraum. Biewer hat 2008 gesagt, dass es hier eben nur ein halbherziges Abrücken von den defizitorientierten Behinderungskategorien wie Lernbehinderung zu beobachten ist, wenn das anschließend sonderpädagogischer Förderbedarf Lernen heißt. Dennoch war es weniger stigmatisierend und als Fortschritt zu bezeichnen, aber eine Orientierung an bestehenden Behinderungskategorien war in der Pädagogik auch weiterhin deutlich. Ja, als Beispiel, wie das dann in der Bundesrepublik Deutschland aussah, da hat der Deutsche Bildungsrat 1974 Behinderung folgendermaßen definiert: Als behindert im erziehungswissenschaftlichen Sinne gelten alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten so weit beeinträchtigt sind, dass ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist. Deshalb bedürfen sie besonderer pädagogischer Förderung. In Behinderung aus Sicht der Rehabilitationspädagogik in der DDR wurde noch bis 1987 Behinderung folgendermaßen definiert: Die Ziele des Bildungs- und Erziehungsprozesses sind gesellschaftlich und nicht medizinisch determiniert. Daher richtet sich korrektiv-erzieherische Arbeit in der Hilfsschule auch auf die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und auf die damit verbundene Minderung von Entwicklungsanomalien, nicht aber auf eine irreale Therapie pathologischer Phänomene. Baudisch-Bröse-Somsky 1987, das war eines der Standardlehrwerke für angehende Rehabilitationspädagogen. Sie sehen hier allein an der Begrifflichkeit wie Entwicklungsanomalien oder pathologische Phänomene, dass eine medizinische Sicht, eine harte protonormalistische Idee von Abweichung, die grundlegende Idee war. Und das war insbesondere für Kinder mit geistigen Behinderungen besonders tragisch, die häufig auch dann, wie unten auf dem kleinen Bild zu sehen ist, in Gitterbetten, zum Teil festgebunden, ihren Alltag verbrachten. Ja, in den 80er Jahren entstand in der Folge gesellschaftlicher Emanzipations- und Integrationsbewegung das sogenannte Paradigma der Teilhabe. Eine Pädagogik der Vielfalt, der Begriff von Anne-Dore Prengel, verweist eben auf Ideen von Anerkennung und Bewältigung von Heterogenität als pädagogische Aufgabe, die Nicht-Aussonderung von gesellschaftlichen Randgruppen, die zwar auch schon von Begemann 1970 angesprochen war, geriet mehr und mehr in den Fokus, und die Ideen von Selbstbestimmung und Empowerment, also Förderung der Emanzipation und Eigenständigkeit, fanden Einzug in die Pädagogik. Der Behinderungsbegriff war eher ein ressourcenorientierter, und ab den 90er Jahren wurde vermehrt Wünsche nach einer Dekategorierung geäußert. In der KMK-Erklärung von 1994 wird dann definiert: Sonderpädagogischer Förderbedarf ist nicht länger an einen aussondernden Förderort gebunden, und sonderpädagogischer Förderbedarf ist keine dauernde Festschreibung als Eigenschaft einer Person.
Ja, die eigentliche Inklusion, die dann eben insbesondere durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention Einzug in die Pädagogik gefunden hat, vertritt eben das Paradigma der Teilhabe. Es geht darum, dass letztendlich alle besonderen Förderorte überwunden werden müssen. Und das kann sozusagen nur die Idee einer Schule für alle tatsächlich verwirklichen. Das Ziel ist eben die Auflösung des Sonderschulwesens zugunsten einer gemeinschaftlichen Beschulung aller Kinder, sodass letztendlich eine allgemeine Pädagogik statt einer Sonderpädagogik der Normalfall ist. Es sind wichtige Schritte gemacht worden, aber der Weg zu einer Schule für alle ist dennoch noch ein langer Weg. Der Behinderungsbegriff ja, ist davon gekennzeichnet, dass es eine zunehmende Kritik an der Feststellung von sonderpädagogischen Förderbedarfen gibt und dass die Forderung, solche Förderbedarfe völlig zu überwinden, ja, jetzt eben aus der UN-Behindertenrechtskonvention heraus begründet werden können. Also ein Behinderungsbegriff wird dann obsolet und überflüssig, wenn tatsächlich alle Kinder Kinder einer gleichen Gemeinschaft sind und alle Kinder als Kinder angesehen werden, die das Recht auf eine besondere Förderung und Unterstützung sind und haben. Ja, ich möchte abschließend zu dieser Vorlesung noch einige Zitate, die sich um die pädagogische Diskussion um den Behinderungsbegriff drehen, präsentieren. Vera Moser schreibt in der Geschichte der Behindertenpädagogik Online-Enzyklopädie im Jahr 2010, die im Jahr 2009 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention stärkt den Aspekt der Teilhabe umfassend und wird insbesondere auf der Ebene der Organisation der Behindertenhilfe einschließlich der Sonderschulen zu signifikanten Änderungen führen. So steht unter anderem die Frage zur Disposition, inwiefern der Behinderungsbegriff als Ressourcenkategorie weiterhin Bestand haben wird. Also, wie ich es eben schon angesprochen habe, sind wir in den 10 Jahren, in denen Vera Moser diese Fragen gestellt hat, noch nicht zu dem Punkt gelangt, in dem man sagen kann, diese Frage hat sich erübrigt. Hans Eberwein hat bereits 2000 die kategoriale Bezeichnung von Behinderung scharf kritisiert und hat auch schon 2000 gefordert, das Sonderschulwesen aufzulösen. Er schreibt: Angesichts von Selbstbestimmung, Nicht-Aussonderung und Überwindung sozialer Benachteiligung ist die Bezeichnung Behinderung nicht legitimierbar. Kategorisierungen sind unethisch und sie widersprechen dem Gleichheitsgrundsatz ebenso wie dem Integrationsgedanken. Ja, und Hans Wocken, der immer eine sehr pragmatische Sicht auf Inklusion hat, schreibt, in der Integration gibt es Extraressourcen immer dann und nur dann, wenn ein nachweislicher Bedarf besteht. Kurz gesagt, Extraressourcen gibt es nur bei Vorlage eines Behindertenausweises, gibt es nur gegen Etikett. In der wissenschaftlichen Literatur firmiert dieses Problem unter dem Begriff Ressourcenetikettierungsdilemma. Dieses Dilemma ist der äußerst hartnäckige, reale Grund für die Klassifikation und Kategorisierung von beeinträchtigten Kindern. An dieser Baustelle der Dekategorisierung wird Inklusion sich noch abarbeiten müssen. Auch diese Zitat aus dem Jahr 2009 und wir können auch hier feststellen, noch immer arbeitet sich die Inklusion ab daran. Es gibt einige Versuche, zum Beispiel die Förderbedarfe Lernen
Sprache und Verhalten nicht mehr als Förderbedarf in der Schule festzustellen. Dennoch sind sie keineswegs abgeschafft. Es gibt auch noch Förderschulen für diese Behinderungskategorien der Pädagogik. Und man sieht, es gibt noch weiterhin viel zu tun, um Dekategorisierung und die Zuweisung von Ressourcen zu entkoppeln. Ja, abschließend möchte ich nochmal Anne-Dore Prengel, die Verfasserin des wegweisenden Werkes Pädagogik der Vielfalt, zitieren. Durch die Klassifizierung mit Behinderungsbegriffen werden Menschen zu Trägern eines Defektes reduziert und homogene Defektgruppen gebildet. Und das ist ein Vorwurf, den sich die Sonderpädagogik machen lassen muss. Auch unser Institut hat noch Professuren, die behinderungsspezifische Ideen verfolgen. Wir haben eine Professur für Beeinträchtigung des Lernens, des Verhaltens, für geistige Entwicklung, für Sprache. Und hier wird die Idee der homogenen Defektgruppe aufrechterhalten und spezifisches Wissen über Menschen, die Träger eines Defektes sind, vermittelt. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.